Mein Name ist Vadim Hermann, ich bin 30 Jahre alt und ein Künstler aus Berlin-Lichtenberg. Der eigentliche Ursprung lag darin, dass ich meinen Kampfsporttrainer irgendwann kennengelernt habe und der war ein Künstler und ich wollte halt genauso sein wie er und habe Stück für Stück durch die Zusammenarbeit mit ihm meine eigene Leidenschaft zur Malerei gefunden. Ja, wenn ich an meine künstlerische Entwicklung denke, dann sehe ich da definitiv einen Fortschritt. Also ich glaube, der wichtigste Punkt dabei war, den eigenen Stil zu finden. Also ich habe vor einer Weile meinen Stil gefunden, würde ich sagen. Und jetzt geht es darum, den immer wieder auf ein neues Level zu bringen. Und das schafft man ja durch Übung und durch die Hinzunahme von neuem Material, neuen Medien und indem man sich bei anderen was abguckt und schaut, wie die anderen das da machen. Und das sich bei sich irgendwie integriert.